Moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es das Wonderland Video Nummer 2 und heute in diesem Video werde ich endlich die drei Wildcards verlosen. Ihr habt ordentlich viele Kommentare in dem letzten Video dagelassen und ja, wir gucken heute einfach mal rein, wer denn der Gewinner ist, beziehungsweise wer es denn geschafft hat, in dieses Projekt zu kommen. Bevor jetzt aber der ein oder andere von euch traurig ist, weil er nicht in das Projekt reingekommen ist, seid da mir bitte nicht böse. Ich werde in den Streams ein paar Mal auch Wildcards noch verlosen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Streams sich anzuschauen. Da werde ich dann Wonderland spielen und dann werde ich auch in manchen Streams dann halt eben mal ja auch wieder Wildcards verlosen. Also seid auf jeden Fall in den Streams dabei. Es lohnt sich. So Leute, ich bin echt gespannt, wer es denn schafft und wer das Glück hat, in dieses Projekt zu kommen. Ich bin echt gespannt. Es haben einige von euch in die Kommentare was geschrieben. 79 Kommentare. Ich habe natürlich auch die Kommentare beantwortet. Also es kann natürlich sein, dass ich auch dran komme, aber das zähle ich dann natürlich nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir klicken jetzt einfach mal hier drauf. Gucken wir mal, wer der erste Gewinner ist. Und es ist Miscoreplays. Miscoreplays ist dabei, würde gerne mitmachen, daher ich so Projekte feiere. Also herzlich willkommen, du bist dabei. Ich werde dir dann einfach eine PN schreiben mit der Server-IP und ich werde dir dann auch Bescheid geben, wann du drauf joinen kannst. Ich werde das auf jeden Fall weitergeben und werde dich dann benachrichtigen. Deswegen check einfach dann mal deine privaten Nachrichten aus. Es kann sein, dass du dann halt schon in den nächsten Stunden morgen dann auf diesen Server joinen kannst. Also herzlichen Glückwunsch an dich. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit dem nächsten Gewinner. Wir schauen einfach mal drauf und ich werde den nächsten verlosen. Mal gucken, wer drankommt. Und es ist Pascal Pulchia. Alles klar, nice Video. Gucke dich echt schon lange und feiere dich. Mega liebe Grüße steht vor dir. Also, du hast auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du bist der zweite Gewinner. Ich werde auch dir eine Nachricht schicken, wo dann die Server-IP drin steht und dass du drauf joinen kannst. Es kann sich vielleicht auch ein bisschen verzögern. Ich weiß es natürlich nicht, wann du halt dann drauf joinen kannst. Ich gebe das auf jeden Fall weiter und dann hoffe ich, dass du so früh wie möglich auf diesen Server joinen kannst. Herzlichen Glückwunsch also auch an dich. Du bist der zweite Gewinner. So Leute, die Spannung steigt. Es gibt nur noch ein Wildcard zu verlosen. Wer wird der Glücklichste sein? Ich bin gespannt. Ich klicke drauf und es ist Dami HD Aslan. Ich möchte mitmachen. Das wäre echt cool. Hoffe, habe Glück. Ja, du hast auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist auf jeden Fall mega, 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 mega nice. Und ich freue mich für euch drei. Ich werde auch dir eine Nachricht schicken mit der Server-IP und dass du drauf joinen kannst. Es kann sich natürlich verzögern. Ich bin einfach mal gespannt und ja, herzlichen Glückwunsch auch an dich und ja, ich würde sagen, das wär's damit. Ich würde einfach sagen, wir spielen jetzt gleich noch eine Runde Wonderland natürlich und dann bis gleich im Spiel. So Leute, wir sind auf dem Server gejoint. Ja, ich habe jetzt hier schon gestern im Stream ein bisschen mein Haus gebaut, beziehungsweise heute. Ich bin frisch aus dem Stream zurück und muss natürlich jetzt hier noch mein Haus bauen. Das werden wir in dieser Folge hoffentlich, ja, schaffen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen werden. Ich gebe mein Bestes. Ich habe hier auf jeden Fall einiges an Stein gebraten und ich hoffe einfach mal, dass wir das Haus, ja, heute in dieser Folge zu Ende bekommen. Ich würde einfach sagen, dass wir in dieser Folge heute noch ein bisschen Sand farmen gehen und wie gesagt das Haus zu Ende bauen. Ich brauche Sand übrigens echt dringend für meine Fenster natürlich, deswegen muss ich halt auch Sand farmen gehen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. So, ich werde jetzt erstmal hier dieses Fichtenholz nehmen und werde, oh, ich brauche noch eine Schaufel und werde dann mit der Schaufel den Boden erstmal ausheben, weil das brauchen wir natürlich auch. Ich mache mir einfach mal eine Eisenschaufel. Wir haben es ja noch nicht so dicke, wobei ich muss mal kurz gucken, wie viele Dias haben wir denn? Wir haben 20 Dias, also ich habe im Stream noch ordentlich Dias gefunden, also das ist sehr nice. Wer es nicht mitbekommen hat, der kann sich den auch eventuell anschauen. Ich weiß nicht, ob er gesperrt wurde. Ich glaube, wenn nur die Audio, aber ihr könnt euch den gerne noch anschauen, wenn ihr Bock habt. Da habe ich auf jeden Fall noch mal ein paar Dias gefunden. Ich bin auch noch mal gestorben am Anfang. Das war sehr, sehr belastend. Da bin ich im Berg leider, habe ich mich straight runtergebaut und dann bin ich in Lava noch mal gestorben. Deswegen hatte ich da dann auch wieder diese paar Dias, diese paar Eisen auch nicht mehr. Und davor im Stream, wo mir Laurin seine Spitzhacke gegeben hat, seine Diamantspitzhacke auf Glück 2, da bin ich auch noch mal gestorben und bin in Lava gefallen und dann waren die auch weg. Also das tut mir an der Stelle auch noch mal leid, falls du das Video siehst. Schöne Grüße an dich. Es tut mir echt leid. Das wollte ich nicht. Du kriegst
kriegst die auf jeden Fall wieder. Das verspreche ich dir. Du kriegst deine Glücksspitzhacke auf jeden Fall wieder. Jetzt werde ich erstmal das Haus bauen, werde erstmal hier den Boden umgraben und dann werden wir den Boden auch noch reinhauen. So Leute, der Fußboden ist fertig. Ich werde jetzt erstmal hier die Wände noch fertig machen und dann werde ich, glaube ich, gleich schon mit dem Dach anfangen, weil ich habe mir überlegt, ich werde das Dach doch in dieser Folge fertig machen. Und zwar werde ich das aus Holz machen, weil ich finde es ein bisschen eintönig, wenn ich das halt eben auch mit diesem Stein hier machen würde. Das wäre ein bisschen langweilig, deswegen werde ich das, denke ich, mit Holz machen. Es tut mir natürlich auch nochmal leid an die Leute, die es jetzt nicht in dieses Projekt reingeschafft haben, die jetzt kein Glück hatten. Ich weiß, es gibt da einige Leute, die echt darauf hingefiebert haben, dass dieses Video endlich kommt. Es tut mir wirklich leid an die Leute. Es ist halt leider so, nicht jeder kann gewinnen. Es ist halt einfach so. Aber das ist auf jeden Fall kein Grund, jetzt zu verzichten. Sagen, ins Bett zu gehen und zu schlafen. Ihr habt natürlich die Chance, in den Streams auf weitere Wildcards zu hoffen und ich werde da auf jeden Fall ein paar Wildcards noch verlosen. Das ist auf jeden Fall so. Ist ja nicht so, dass ihr jetzt nichts mehr gewinnt. Also, ihr habt natürlich noch die Chance, diese Wildcards zu gewinnen. Das müsst ihr euch immer merken, denn ich werde auf jeden Fall noch öfter streamen. Wie gesagt, bei besonderen Anlässen werde ich dann, denke ich, nur Wildcards verlosen. Also wenn ich zum Beispiel viele Zuschauer habe oder halt zum Beispiel jetzt 1400 Abonnenten bekomme oder 1500 Abonnenten bekomme. Bei irgendwas Schönen werde ich dann nochmal Wildcards verlosen. Genau. So viel auf jeden Fall dazu. Ich werde jetzt hier noch das Haus zu Ende bauen, noch die Inneneinrichtung fertig machen. Und dann bin ich gespannt, wie ihr das Ganze findet. Ihr könnt mir dann auch in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Haus findet von mir, ob ich Scheiße gebaut habe oder ob es okay ist. Ja, nee, also es wird wahrscheinlich nicht so geil sein. Ihr seht das, im Vergleich zu anderen Häusern ist dieses Haus echt ein Standardhaus, aber ich kann halt wirklich einfach nicht krass bauen. Das tut mir an der Stelle leid und ich weiß, dass es viele Leute gibt von euch, die viel, viel besser bauen können, aber ja, das ist halt leider so, nicht jeder kann halt ins Projekt und das müsst ihr halt akzeptieren. So Leute, das soll jetzt mein Haus sein. Ich weiß, hier vorne sieht das Ganze noch ein bisschen doof aus. Also ich finde es persönlich hier vorne noch ein bisschen dumm. Ich muss da mal selber schauen, wie ich das dann machen werde. Ja, ich bin natürlich längst noch nicht fertig. Ihr seht schon, von hinten ist es leider noch nicht fertig. Also da werde ich das noch machen. Ihr könnt mir ja einfach mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das bisher findet. Ich muss sagen, ich finde es von vorne momentan scheiße. Muss ich ganz klar sagen. Aber Leute, ich habe leider gerade nicht mehr so die Zeit, weil wir haben es jetzt schon um 11 Uhr. Also um 23 Uhr und ich muss das Video noch schneiden und so weiter und so fort. Also das wird echt knapp. So Leute, das soll jetzt letztendlich mein Haus werden. Ich weiß, die Fenster sind noch nicht drin. Da kommt auf jeden Fall dann noch Glas rein. Ist ja logisch. Und ja, vorne, das hier sieht mir auch noch ein bisschen crazy aus. Also da werde ich auf jeden Fall auch nochmal schauen, wie ich das mache. Also das ist natürlich noch nicht ganz fertig. Auch wenn ihr jetzt mal hier von hinten kommt, dann seht ihr schon, ne? Das Dach fehlt komplett von hinten. Also da muss ich auf jeden Fall noch einiges machen. Das werde ich wahrscheinlich dann morgen im Stream weitermachen. So Leute, das soll es jetzt mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt ist es auch gerade Nacht geworden. Also passend dazu beende ich jetzt dieses Video. Jetzt kommen natürlich auch noch die ganzen bösen Zombies, bösen Skelette raus. Also da muss man echt vorsichtig sein. Und auf der 2.10 spiele ich ungern gegen solche Zombies und Skelette und generell gegen solche Mobs. Also das ist wirklich nicht schön. Also ich würde sagen, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar zu meinem Haus da lassen würdet. Beziehungsweise ja, einfach mal wieder einen Kommentar lassen würde. In dem Sinne wäre es das mit diesem Video und dann sehen wir uns einfach im Stream oder halt im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.